So, die Bonham Triplets, was im Grunde genommen jeder von euch kennt, das habe ich auch schon ein paar Mal. Da gibt es auch unfassbar viel Material dazu. Es ist ja so eine Sache, wir spielen diese Rechts-Links-Fuß oder Links-Rechts-Fuß. Ihr seht es im anderen Video, wie es quasi auf Tempo gebracht wird. Aber ich möchte mal einfach auch zeigen, man kann mal auch sich einfach nur das Instrument erkunden, indem man wirklich ganz so in einem ruhigen Tempo, eben nicht Bonham-mäßig, sondern ganz entspannt, diese Schlagabfolge spielt und versucht aber den Flow dieser Bewegung reinzukriegen. Auch das ist schon ein tolles improvisatorisches Element. Na? Rechts, links, Fuß und daran nichts ändern. Ja? Spielt das so lange, bis ihr euch da wohlfühlt. Ne? Wenn ihr das schon kennt, klar, dann werdet ihr schon einen Schritt weitergehen können. Wenn ihr es aber noch nicht kennt, es dauert. Es dauert und es darf auch mal ein paar Wochen dauern, bis sich sowas richtig gut anfühlt. Wichtig ist, dranbleiben. Jeden Tag ein paar Minuten das Ding machen oder sich einfach mal ein paar Minuten, mal 10 Minuten, mal eine Viertelstunde oder so. Nur das spielen. Und versuchen, den Fluss zu kriegen. Wenn ihr noch nicht richtig verteilt, also wenn das Verteilen noch nicht im Vordergrund stehen kann, dann geht erstmal hin und spielt es auf einer Trommel oder auf zwei Trommeln, damit man es auch gut wahrnehmen kann. Wenn ich nur Ein Tipp, die Bassdrum ist in dem Moment nicht Kick. Also die macht nicht keinen Akzent, sondern sie ist Teil der fließenden Bewegung und sollte so auch sich anfühlen. Der Klang, okay, das ist bei jedem anders. Auch da ist es teilweise eine Fellfrage. Es gibt tatsächlich Fellkombinationen, wo das irgendwie nicht zusammenkommt. Wenn zum Beispiel die Bassdrum ein zu hartes Fell, zu dick, zum Beispiel so ein Powerstroke Clear doppellagig, was sehr gängig ist, und das dann noch mit einem Plastikbeater, hat man einen sehr hohen Kickanteil, einen sehr hohen Attack. Wenn man jetzt hier oben dann weiche Felle drauf hat, wie zum Beispiel die so standardmäßig Ambassadors coated und die auch noch ein bisschen abgeklebt, dass sie schön weich klingen, dann kann das sein, dass der Anschlag hier oben sehr weich klingt und die Bassdrum macht dann hat ein Ungleichgewicht quasi. Da muss man auch mal gucken, dass solche Bewegungen klingen an manchen Sets mega gut und an manchen Sets ein bisschen schwierig. Muss man auch schauen, ob man wirklich die richtige Fellkombination hat, wenn man sowas spielen will. Ist klar. Ne? Für alle, die jetzt darüber fliegen über diese Sache, probiert's mal, wie es Bonham übrigens auch oft gemacht hat, linksrum, links zu starten. Das heißt, wer links, rechts, Fuß. Das bringt einem einfach den Vorteil, dass man die linke Hand kreisen lassen kann. Also jetzt geht es nicht so sehr um einzelne Sounds, um irgendwie über das ganze Set zu gehen, sondern wirklich Bonham-mäßig die rechte Hand bleibt quasi auf dem Stangentom und die linke Hand macht die Sounds.
Also, ihr könnt die ganze Sache eben auch linksrum machen. Auch wunderschöne Übung. Okay, das mal hierzu. Ciao.